Es geht mal wieder ums Energiesparen und ich zeige euch ganz einfache Tricks, mit denen ihr selber die Wärmeabgabe eurer Heizkörper verbessern könnt und somit für niedrigere Heizkosten sorgt. Bevor wir jetzt starten, zunächst für euch mal ein paar Informationen, wie hier so ein Heizkörper eigentlich funktioniert. Ja, hier vorne kommt natürlich über den Vorlauf heißes Wasser rein. Das kühlt sich dann im Laufe des Heizkörpers ab und geht kalt über den Rücklauf zurück. Das ist euch allen klar. Aber was passiert mit der Raumluft? Ja, die kommt ja hier oben warm raus und strömt in den Raum. Bedeutet, sie muss ja auch hier unten kalt einströmen. Heißt, die kalte Raumluft geht hier unten rein, nimmt die Wärme im Laufe des Heizkörpers auf und kommt oben wieder warm raus. Und dabei entsteht im gesamten Raum eine sogenannte Raumwalze. Das heißt, die warme Luft steigt hier bis zur Decke, geht hinten bis zum Raum runter. Dort kühlt sie sich wieder ab und geht kalt über den Boden wieder zurück. Diese Raumwalze und diese Art der Heizung nennt man auch Konvektionsheizung. Das heißt, der größte Teil, nämlich über 70% der Energie, wird über diese Konvektion an den Raum abgegeben. Der andere Teil wird über Strahlungswärme abgegeben, die über die Oberfläche an den Raum geht. Es ist also besonders wichtig, dass hier die Konvektion auch jederzeit möglich ist. Bedeutet, eine Fensterbank sollte hier nicht drüber stehen, sollte nicht mit Vorhängen hier verdeckt sein. Und es ist natürlich wichtig, dass die Konvektion nicht durch Dreck oder Staub gestört ist. Dieser Heizkörper hängt jetzt hier schon seit über 25 Jahren und wurde noch nicht gereinigt. Und hier kommen wir jetzt zu meinem ersten Tipp, nämlich die Heizkörper von Staub befreien. Und das machen wir jetzt hier. Wir schauen jetzt mal hier in den Heizkörper rein, was sich da an Staub angesammelt hat. Ich habe hier extra für euch eine Endoskopkamera mitgebracht, damit wir hier mal reinschauen können. Und wir gucken mal hier vorne rein. Oh ja, da sieht man schon, wie verdreckt das Ganze ist. Hier ist alles mit Staub, die ganzen Übertragungsflächen sind verstaubt. Das ist, wenn man von hier oben also reinguckt. Jetzt gucken wir auch mal von unten hier rein. Ja, da sieht man auch überall Staubablagerungen auf den Flächen hier drin und dementsprechend eine schlechte Wärmeübertragung. Ja, und es ist natürlich unwahrscheinlich wichtig, dass die Luft hier auch gut durchströmen kann, damit die Wärme besonders gut an den Raum abgegeben werden kann. Ist das nicht der Fall, brauchen wir höhere Vorlauftemperaturen, der Raum braucht länger, um warm zu werden und das kostet letzten Endes Energie. Und ich zeige euch jetzt, wie wir das sauber machen. Dafür habe ich für euch diese Bürste und damit können wir relativ einfach den Heizkörper reinigen. Kleiner Tipp von mir, das machen nämlich viele nicht. Einfach mit der Bürste durch den Heizkörper durch und schon ist der vom Staub befreit und die Luft kann an der Stelle besser zirkulieren. Gut, dauert ein bisschen und wenn ihr 10 Heizkörper im Haus habt, habt ihr da erstmal einen Samstag mit zu tun. Aber für euch habe ich noch einen weiteren Tipp. Wenn der Heizkörper nachher von Staub befreit ist, gibt es nämlich noch was. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, habt ihr bei euch zu Hause schon mal überhaupt die Heizkörper gereinigt oder ist es so wie hier, dass das noch nie stattgefunden hat? Schreibt es uns unten in die Kommentare und jetzt gibt es noch meinen Tipp Nummer 2. Und das sind diese Heizkörperventilatoren. Dabei handelt es sich um speziell entwickelte Ventilatoren, die besonders geräuscharm und energieeffizient die Luft durch den Heizkörper bewegen. Und die werden unter den Heizkörper montiert und helfen dabei, die Raumluft besser durch den Heizkörper zu leiten. Und das führt natürlich zu einer verbesserten Wärmeübertragung, so dass ich die Vorlauftemperatur absenken kann und ich letzten Endes Heizkosten sparen kann. Und wir werden die jetzt gemeinsam mal hier einbauen. So, ich habe euch hier mal einen Musterheizkörper gestellt. Wir werden die natürlich gleich hier an den großen einbauen, aber für euch zum Zeigen, wie es funktioniert, hier ein Heizkörpermodell und den drehen wir mal um. Denn genau von hier unten drunter, da kommen jetzt diese Speed Comfort Heizkörperventilatoren zum Einsatz. Und die Montage ist super einfach, könnt ihr sogar selber machen. Einfach unten rein und das ganze System klemmt sich mit Magneten selber fest. Hier an der Seite sind nämlich Magnete an dem Ganzen dran, die von unten automatisch das System festhalten. So, machen wir es mal hier vorne an den großen Heizkörper und letzten Endes wird das Ganze dann auch noch elektrisch angeschlossen, weil die Gebläse brauchen natürlich auch noch Strom. Die Heizkörperventilatoren sind universell einsetzbar und können an verschiedenen Arten von Heizkörpern verwendet werden.
Der elektrische Anschluss dabei ist selbsterklärend. Im letzten Montageschritt ist noch der magnetische Temperaturfühler am Heizkörper zu positionieren. Das System ist jetzt noch mit der Steckdose zu verbinden und fertig ist die Nachrüstung. Sobald der Heizkörper jetzt am Thermostat aufgedreht wird, erkennt der Sensor dies und schaltet die Ventilatoren ab einer Temperatur von 33 Grad ein. Sie laufen dann so lange, bis der Heizkörper auf 25 Grad wieder abgekühlt ist. Dabei sind die Lüfter mit nur 20 dBA besonders leise. Der Stromverbrauch beträgt etwa 1 Euro pro Jahr und eine Heizkostenersparnis von bis zu 22% ist möglich. Die Speedcomfort-Lüfter sind jetzt fertig montiert, sind auch gerade schon angegangen. Ich spüre das hier, wie die Luft hier durchströmt. Und wie ihr gesehen habt, ist die Montage total easy. Ansonsten steht sie auch nochmal hier hinten drauf. Es sind ganz einfache Schritte, kann also jeder auch selber machen. Die Speedcomfort Heizkörperventilatoren könnt ihr übrigens ganz einfach selber bestellen und selbst montieren. Unten in der Videobeschreibung habe ich euch dafür einen Link zu einem Online-Shop reingestellt und mit dem Rabattcode SHKINFO22 bekommt ihr ganze 15% Rabatt auf euren kompletten Einkauf. Damit ihr mit diesem System jetzt auch wirklich richtig Heizkosten einspart, ist es natürlich wichtig, dass ihr eure Vorlauftemperatur absenkt und am besten auch den hydraulischen Abgleich durchführen lässt. Nur so ist es möglich, auch wirklich bis zu 22% Energieeinsparung zu erzielen. Und wie das mit der Vorlauftemperatur geht, da schaut mal in dieses Video rein und zum hydraulischen Abgleich habe ich hier was für euch. Danke, bis dann. Ciao.